Hallo zu einem neuen Video. Da die letzten Videos, in denen wir mal ganz einfache Tipps gezeigt haben, so gut angekommen sind, habe ich mir gedacht, bringe ich doch gleich noch einen einfachen Tipp. Und zwar möchte ich heute zeigen, wie man eine Hintergrundfarbe für den Text erstellen kann. Und dabei muss die Hintergrundfarbe nicht immer nur vollflächig erscheinen, sondern es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die ihr ja hier schon in der Vorschau seht. Bevor ich jetzt mit der Anleitung beginne, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass einige, die jetzt zuschauen, vielleicht unseren YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben. Wenn dem so ist, dann klickt doch mal unten rechts beim Video auf den Abonnieren-Button und wenn ihr dann auch noch dieses Glöckchen aktiviert, bekommt ihr sogar eine Benachrichtigung, wenn es mal ein neues Video gibt. Und in letzter Zeit kann ich mit Stolz sagen, dass wir doch sehr regelmäßig Videos hochladen und wir sind immer offen für Themen und Fragen, also nutzt auch ruhig die Kommentarfunktion und schreibt uns, was ihr euch wünscht. So, jetzt legen wir aber mal los. Nachdem ihr schon die ganzen Beispiele durchlaufen sehen habt, möchte ich einfach mal damit beginnen, in die Diashow zu gehen und zu gucken, wie wir das eigentlich erstellen. Also hier habe ich schon einige Kapitel, in denen auch meine Beispiele schon stecken und ich möchte mit euch mit dem ganz einfachen Beispiel beginnen. Und zwar, die Hintergrundfarbe liegt hinter dem Text und ist einfach vollflächig zu sehen. Kein Bild oder Video lugt hervor. Man kann sich voll und ganz auf den Text konzentrieren. Wie wird das nun aufgebaut? Einfacher geht es eigentlich nicht. Man nehme einen Hintergrund und man nehme einen Text. Und das beides steckt jetzt in einem Kapitel, also um das nachzumachen, ziehe ich mir hier auch ein Kapitelobjekt aus der Toolbox in die Timeline. Und jetzt seht ihr ja, dass hier Hintergrund steht, aber eigentlich ist es nur ein Rechteck aus dem Bereich dynamische Formen. Und die findet ihr auch in der Toolbox. Zieht einfach das Rechteck hier in das Kapitel und dann wählt ihr hier eine Farbe aus. Ja, eine, die halt für die Augen angenehm ist, ne? Und darauf legt ihr dann euren Text. Das geht dann mit einem Textobjekt. Jetzt nehmt ihr euch am besten noch ein bisschen Zeit, um den Text auch schön zu formatieren. Und fertig seid ihr. Wenn es jetzt noch ein bisschen schicker aussehen soll, kann ich euch noch den Tipp geben, dass ihr diesem einfachen Hintergrund einen Verlauf gebt. Dazu klickt ihr hier wieder auf das Rechteck und geht dann unter Eigenschaften bei Verlauf unter Typ auf Linear. Und der Verlauf sollte vielleicht so ganz sachte sein, vielleicht auch so ein bisschen schräg, da müsst ihr euch mal durchprobieren. Und dann sieht das Ganze doch schon ein bisschen schicker aus. Jetzt würde ich euch noch empfehlen, die Dauer des Textes und des Rechtecks nicht zu kurz einzustellen, denn man will ja auch genug Zeit haben, um den Text dann letztendlich lesen zu können. Und in Diashow Ultimate oder Stages habt ihr auch immer die Möglichkeit, von allem, was ihr hier erstellt, euch eine eigene Vorlage zu speichern. Also dazu würdet ihr jetzt einfach dieses Kapitel bei gedrückter Maustaste in die Toolbox ziehen, dann wird die Vorlage gespeichert und ihr müsst das wirklich nur einmal erstellen und dann könnt ihr es immer wieder aus der Toolbox rausholen und einfach nur den Text ändern. Ja, jetzt kommen wir doch gleich zum nächsten Beispiel. Und zwar ist das hier der Text mit dem Balken. Ich zeige noch mal kurz, wie es aussieht. Also der Text liegt hier einfach nur auf einem schmalen Balken. So kann man ihn besser lesen. Und dahinter liegt unser Foto. Auch hier habe ich die Anordnung in einem Kapitel vorgenommen. Ziehe mir also wieder ein Kapitel in die Timeline. Jetzt klaue ich mir hier einfach das Bild mal. Das Bild sollte natürlich bildschirmfüllend dargestellt werden und vielleicht könnte man hier auch die Einblendung einfach weglassen. Das habe ich hier auch so eingestellt. Und jetzt hole ich mir wieder ein Rechteck aus dem Bereich dynamische Formen und ziehe mir das dann einfach auf die Größe und Position, die ich brauche. Und wenn ich das Ganze dann beschriften möchte, ziehe ich mir wieder ein Textobjekt aus der Toolbox in die Spur unter das Kapitel und platziere den Text. Und bei meinem Beispiel, was ich hier gezeigt habe, stecken beide Objekte nochmal in einer Flexikollage. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich dann dem Rechteck und dem Text
zusammen eine Einblendung zuweisen kann. Und das mache ich jetzt auch. Ich markiere die beiden Objekte, einmal das Rechteck, dann drücke ich nochmal die Steuerung-Taste und klicke hier auf das Textobjekt. Jetzt sind beide markiert und ich kann hier auf unseren Knopf drücken und sagen, dass die Auswahl in der Flexi-Collage zusammengefasst werden soll. Jetzt muss ich es wieder untereinander anordnen, aber dann habe ich es auch schon und kann bei der Flexi-Collage eine Einblendung erstellen oder eine Einblendung zuweisen. Dann nehme ich einfach Schieben und verkürze auch die Dauer ein bisschen. Schauen wir es uns doch mal an. Fertig sind wir schon. Das nächste Beispiel, was ich zeigen möchte, ist das hier. Ich spiele es noch mal kurz ab. Also da habe ich zwei transparente Hintergrundfarben und darauf liegt dann der Text. Da kann ich eigentlich genauso vorgehen wie auch schon bei unserem ersten Beispiel. Ich brauche wieder ein Kapitel, ich brauche wieder ein Rechteck. Den Text klaue ich mir einfach nochmal. Und jetzt muss ich für die Hintergrundfarbe eine Transparenz einstellen. Da gehe ich hier wieder in den Bereich Farbe. Und jetzt seht ihr das wahrscheinlich wieder nicht. Ich blende es euch aber nochmal kurz ein und markiere es. Wenn ihr die Hintergrundfarbe auswählt, seht ihr da einen Schieberegler, der mit A markiert ist. Und je weiter ihr den nach links schiebt, desto transparenter wird die Farbe. Jetzt seht ihr schon, diese Kästchen schimmern hier durch. Also ist meine Farbe transparent. Und ich stelle das jetzt hier auch nochmal schräg ein. In meinem Beispiel eben haben sich da auch zwei Rechtecke überlagert. Also drücke ich mal die Steuerung-Taste und ziehe das erste Rechteck nach unten. Damit habe ich es verdoppelt. Wähle eine leicht andere Farbe aus dafür und verändere mal so ein bisschen noch den Winkel, die Größe. Damit hätte ich es schon fast. Jetzt fehlt natürlich noch mein Bild, was dahinter liegen soll. Und das klaue ich mir jetzt auch hier draus. Wieder mit Steuerung ziehe ich das einfach rüber. Schauen wir doch mal, wie ich es hier letztendlich gemacht habe. Denn da sieht man zuerst das Foto und dann erscheinen ja erst die schrägen Rechtecke, die so transparent sind. Und da gehe ich auch wieder so vor, dass ich das in eine Flexi-Collage stecke. Jetzt muss ich das hier wieder untereinander anordnen. Jetzt gebe ich dem Bild erstmal noch ein bisschen Zeit und dann wird die Flexi-Collage eingeblendet und diesmal nicht über eine Einblendung, das habe ich gerade falsch gesagt, sondern vielleicht mal über einen Bewegungspfad. Dazu schiebe ich jetzt erstmal alles so nach oben, mache es ein bisschen schräg und mein nächster Punkt zeigt das dann so an, wie es letztendlich aussehen soll. Dann schauen wir uns doch mal an, ob das so funktioniert hat. Hat geklappt. Das waren jetzt erstmal drei Beispiele. Und wie ihr gesehen habt, ist der Aufbau eigentlich jedes Mal der gleiche oder ähnlich. Jedenfalls ziemlich simpel. Ich verspreche euch aber, wenn ihr das selbst nachmacht, dann werdet ihr sehen, dass es da wirklich viele Möglichkeiten gibt für kreative Ideen. Und ich würde euch empfehlen, macht es einfach mal nach und probiert euch dann aus. Und für alle, die Aquasoft VIP Club sind, gibt es jetzt diese gesamte Show mit den zusätzlichen Beispielen, die ich euch im Vorspann gezeigt habe, auch als Download. Also da könnt ihr dann zum Beispiel noch das hier mit den zwei Balken bekommen. Das habe ich letztendlich auch nur mit einem Verlauf und den beiden Rechtecken gemacht. Auch hier dieses Zitat, das ist nur mit Rechtecken und Text gestaltet. Hier das Gleiche. Und dann gibt es noch eine kleine Besonderheit, das mit dem Pinselstrich. Das habe ich über einen anderen Trick gelöst. Wenn euch das interessiert, erkläre ich es auch nochmal. Und für die, die im VIP-Club sind und sich das schon runterladen können, können vielleicht erahnen, wie ich das gemacht habe. Ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich immer viel Spaß beim Nachmachen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob es nützlich war oder gebt einen Daumen hoch. Dafür bedanke ich mich schon mal. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss!